Hallo zusammen, heute wieder ein neues Video aus Omas Küche. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte vorige Woche den Auftrag, bei einer Grillparty einen Salat herzustellen. Sie sagten zu mir, Oma Betty, du machst einen Krautsalat. Einen Krautsalat, den jeder kennt, wie zum Beispiel einen Weißkrautsalat in verschiedenen Abwandlungen. Machst mal was ganz anderes. Und da habe ich mir was überlegt. Da mache ich doch mal einen Rotkrautsalat. Einmal den Rotkohl mit Karotten und einmal den Rotkohl mit Ananas. Und was soll ich euch sagen? Es hat funktioniert. Der Salat war ganz, ganz beliebt bei den Gästen. Und als ich nach Hause gegangen bin, waren sogar meine Schüsseln leer. Und weil das so gut geklappt hat, habe ich gedacht, das musst du mal deinen YouTubern mitteilen, dieses schöne Rezept. Und deshalb werde ich das heute tun. Also, wenn es euch interessiert, dann bleibt dabei. Ich zeige euch jetzt erstmal die Zutaten, die ich dazu brauche. Von rechts beginnend mit rotem Johannisbeersaft, Walnüssen, eine frische Ananas, dann das Rotkraut, die Karotten, die Zitrone, vorne stehen Salz und Zucker und dann brauchen wir noch ein Rapsöl, einen Kräuteressig und Senf. Morgen sind wir schon wieder auf eine Feier eingeladen und weil das Rotkraut so färbt und das nicht gleich von den Händen wieder weggeht, ziehe ich mir jetzt Handschuhe an, aber nur wegen des Rotkrautes. Das Rotkraut halbieren, vierteln und den Strunk herausschneiden und schön dünn auf einem Gemüsehobel reiben. Das war jetzt ein relativ kleines Rotkraut, schon von der neuen Ernte, also besonders zart. Gerieben sind es jetzt ungefähr ein Kilo, also so knapp ein Kilo. Nur, dass ihr einen Anhaltspunkt habt wegen den ganzen Gewürzen. Die Walnüsse werden bei mittlerer Hitze hohen Fett etwas angeröstet. Die Karotten werden geschält und auf einer Reibe in feine Stifte geraspelt oder auch von Hand in feine Stifte geschnitten, wobei diese dann etwas größer sind wie die geraspelten. Die beiden Varianten mit Karotte und die andere mit Ananas versuchen wir jetzt zu kombinieren. Dazu gebe ich den ganzen Johannisbeersaft für beide Massen in einen Topf, füge Salz dazu und auch den Zucker und koche die Flüssigkeit auf. Wer sich nur für eine Variante entscheidet, der muss das natürlich trennen. Aber unten in der Beschreibung könnt ihr genau ablesen, was ihr für welche Variante braucht. Der Johannisbeersaft kocht und ich kippe jetzt nicht die ganze Menge. Ein bisschen bleibt noch übrig, weil da muss noch der Senf sich auflösen. Hier gebe ich jetzt gleich noch das Öl dazu und knete das Rotkraut mal so richtig gut durch. Deshalb habe ich die Handschuhe noch an. In den restlichen Johannisbeersaft gebe ich noch den Essig hinein und 2 Teelöffel Senf. Gut verrühren, dass sich der Senf gut löst und nochmal aufkochen. In der Zwischenzeit teile ich meinen Rotkrautsalat, weil ich ja 2 Varianten mache. Und hier hinein kommen jetzt noch die Karotten. Die Karottenvariante ist mit Essig und Senf, also gebe ich das heiße Gemisch hier drüber. Und jetzt haben wir alles, was an Gewürzen rein muss, da drin. Und nun ist die Ananas dran. Kopf ab. Wurzel ab. Und dann längs der Ananas ringsherum herunterschneiden. Ja, wenn man jetzt die Schale schon runtergeschnitten hat, hat ja
die Ananas immer noch diese dunklen Punkte und die sind strohig, die kann man nicht mitessen. Und wie ihr seht, verlaufen die diagonal über die Frucht. Also nehme ich ein Messer und schneide diagonal solche Keile raus. Manche machen das auch mit einem spitzen Küchenmesser und pulen die einzelnen dunklen Punkte heraus. Aber ich finde, so diagonal hat man das Problem schneller gelöst. Aber ich habe das mal gesehen bei einem Afrikaner, der das im Edeka-Markt vorgeführt hatte und anschließend seine Ananas verkauft hat. Und ich denke, die bringt das am besten. Ich bin jetzt fertig und habe sie ringsrum freigeschnitten von den braunen Punkten. Jetzt kann ich sie in der Mitte teilen und kann noch den mittleren Strunk herausnehmen. Und dann ist sie verzehrfertig. Durch einen Keilschnitt mit einem scharfen Messer, was mindestens die Länge von einer Ananas haben sollte, entferne ich den Strunk. So, und jetzt kann ich die Segmente so schneiden. Aber ich brauche sie ja für den Salat sowieso etwas kleiner geschnitten, also teile ich mir die Stücke nochmal. Und schneide sie in dieser Größe. Ich habe jetzt eine halbe Ananas dazu gebraucht. Ihr könnt auch weniger nehmen, wenn euch das zu viel sein sollte. Und dieser Ananas-Variante verleihe ich jetzt noch den richtigen Pep. Und das macht Chili. Jeder so, wie er mag. Mehr oder weniger Chili oder gar kein Chili. Und nun kommen die Walnüsse noch hinein. Die geben wir aber erst kurz vor dem Anrichten hinzu, dass sie nicht wieder matschig werden. Sie sind ja schön angeröstet. Die andere Hälfte ist für meinen Möhrenrotkrautsalat. Also ich gebe jetzt nur die Hälfte rein. Zu guter Letzt fügen wir noch den Saft von 2 bis 3 Bio-Zitronen dazu. Jetzt schaue ich mal, wie das schmeckt. Yummy, yummy. Säure ist genügend da durch die Zitrone. Ja, und jetzt kommt der Chili hinterher. Und das finde ich toll. Das Fruchtige von der Ananas, das Kräftige von dem Rotkohl, und das Scharfe von dem Chili. Und das ist ein wunderschöner Einklang. So, jetzt bin ich aber gespannt, was ihr eventuell von meiner Kreation sagt, vom Rotkohl-Ananas-Salat. Also ich finde eine klasse. Ja, und auf der anderen Seite steht jetzt mein Rotkohlsalat mit Karotten. Ein bisschen die herzhafte Variante gegenüber dem Ananas, die süße Variante. Lecker. Ja, und der schmeckt wieder ganz anders. Süß, säuerlich, senfig, das Senfige, das mag ich, das schmeckt gut. Ja, hier fehlen quasi auch nur noch die Walnüsse, die wir kurz vor dem Servieren auch dazugeben. Und da wäre dieser Salat auch schon fertig. Jetzt geht's mal ans Anrichten. Und dann nehme ich noch ein klein wenig Brühe dazu, denn die ist richtig schön kräftig. Eine Walnusshälfte dazu und ein wenig Petersilie. Und voilà, fertig ist schon mal mein Rotkrautsalat mit Karotten. Und auf der anderen Seite gibt's den Rotkrautsalat mit Ananas, die etwas süßere Variante.
Und da schneide ich mir noch mal ein bisschen von der frischen Ananas was runter zur Dekoration, weil die andere Ananas hat die Farbe des Rotkohls schon angenommen. Das sieht dann nicht mehr ganz so gut aus, aber zur Dekoration kann man das ja so machen. Dann gibt es auch eine Walnusshälfte noch dazu. Und voilà, fertig ist unsere süße Variante. Rotkraut mit Ananas und ein bisschen Chili. Für was auch ihr euch immer entscheidet, Rotkrautsalat mit Karotten, die herzhafte Variante, oder Rotkrautsalat mit Ananas, die etwas süßere Variante, das ist euch überlassen. Oder ihr macht halt beide. Wie auch immer, ich wünsche euch dazu viel Spaß, gutes Gelingen, eine gute Zeit und bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty.